Wolfgang Ulrich war bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er lebt als freier Autor in Leipzig und München. Publikationen hat er zahlreiche vorgelegt zur Geschichte und Kritik des Kunstbegriffs, zu bildsoziologischen Fragen sowie Konsumtheorie. Ich nenne auch hier nur zwei Buchveröffentlichungen der allerjüngsten Zeit. Das ist zum einen Der kreative Mensch, Streit um eine Idee, Salzburg 2016. Und Alles nur Konsum, Kritik der wahren ästhetischen Erziehung, Berlin 2013. Und ich übergebe das Wort. Danke. Ja, meine Damen und Herren, den letzten beißen die Hunde. Zum Glück haben Sie jetzt schon die Pause hinter sich, sonst wäre ich ernsthaft beunruhigt. Andererseits wird mein Vortrag etwas kürzer ausfallen, als ich es eigentlich vorhatte, weil meine beiden Vorredner tatsächlich mir schon etliches vorweggenommen haben. Ich bin beinahe etwas beunruhigt über so viel Übereinstimmung in den Lehrmeinungen zu Duchamp. Wir kriegen hier gar keinen dogmatischen Streit hin, fürchte ich. Auch ich wollte damit beginnen und das gleich sehr stark machen, den Punkt, dass Duchamp die Readymades in den 10er Jahren nicht ausstellen wollte. Erst einmal, das ist ein Konzept, was nicht auf Öffentlichkeit angelegt war. Und auch ich wollte sehr stark auf den Punkt zu sprechen kommen, dass es ihm bei diesem Konzept von Readymades eigentlich um so eine Idee von Indifferenz gegangen ist. Das kann man in diesem einen Zitat ja schon mal sehr schön nochmal sich vergegenwärtigen, das Lars Blunk auch gebracht hat, wenn er sagt, für ihn ist die Frage spannend, ob man Werke machen kann, die keine Kunst sind. Also soll ein Werk sein, aber eben keine Kunst. Was ist es dann? Es ist was zwischen den üblichen Schubladen. Anderes Zitat, das würde ich tatsächlich noch gerne vorlesen, weil das noch nicht zur Sprache kam, das für mich nochmal sehr gut zusammenfasst, Duchamps Idee von Indifferenz. Wobei man natürlich bei all diesen Zitaten sagen muss, da kann ich auch nochmal an Ihren Punkt weiter anknüpfen von Ihrer Frage vorher. Sie sind zwar von Duchamp, aber sie sind natürlich erst viel später von ihm geäußert worden. Wir wissen natürlich nicht, ob das, was er in den 60er Jahren über die 10er Jahre sagte, tatsächlich dem noch entspricht, was er in den 10er Jahren an Idee oder an Überlegungen angestellt hat. Etwas aus den 60er Jahren stammt dann auch folgende Aussage: Es ist ja ungemein schwierig, so ein Objekt, das also zu einem Readymade dann erklärt werden soll, auszuwählen, weil man es meist nach 2 Wochen entweder lieb gewinnt oder plötzlich satt hat. Deshalb muss man einen Gegenstand aussuchen, der einen völlig kalt lässt und der keinerlei ästhetische Emotionen hervorruft. Die Auswahl eines Readymade muss also von der visuellen Indifferenz und von dem völligen Fehlen eines guten oder schlechten Geschmacks ausgehen. Also da sieht man, er formuliert hier so Bedingungen. Man sieht auch, es ist offenbar alles andere als eine triviale Frage, was kann überhaupt sich dazu eignen, als Readymade dann zu taugen. Das mit dem Geschmack haben Sie auch angesprochen, Herr Blunk. Also wenn er sagt, das muss mit dem es gibt guter, schlechter Geschmack, diese Frage darf hier keine Rolle spielen. Das heißt, das Readymade sollte etwas sein, was noch überhaupt nicht Thema ist eines ästhetischen Diskurses. Also was eigentlich bisher völlig an blinden Fleck, sondern einem blinden Fleck der Wahrnehmung lag, wenn es um Fragen von Stil oder von Gestaltung oder so geht. Ich wollte auch auf dieses Phänomen dann eingehen, was 1964 eigentlich passiert ist, als Duchamp Multiples herstellen ließ. Und ich würde eigentlich diesen Akt, das war noch in Ergänzung oder doch in leichter Abgrenzung zu dem, was Dieter Daniels gesagt hat, ich würde diesen Akt eigentlich von Duchamp 64 auch nochmal interpretieren vor diesem Hintergrund dieser Idee von Indifferenz. Und ich glaube, was er da gemacht hat, war ein Versuch, noch einmal das Readymade so in diesen Zustand der Indifferenz zurückzuversetzen. Einfach dadurch, jetzt wie wir gehört haben, sind die das, was da 64 entstanden ist, ist nach genauen Formvorschriften angefertigt worden, von vornherein auf den Kunstmarkt, auf das Ausstellungswesen ausgerichtet worden. Also wenn man so will,
klassischere Skulpturen als das, was da 64 gemacht wurde, kann man sich kaum vorstellen. Und insofern haben wir so eine merkwürdige Indifferenz wieder. Das heißt jetzt Ready-Made, als sei es ein fertiges Objekt gewesen, ist aber genau das Gegenteil. Also diese Unvereinbarkeit zwischen dem Titel, dem Programm einerseits und dem, was man aber als Gegenstand vor sich hat, erzeugt eigentlich wieder so eine Indifferenz. Man weiß eigentlich nicht, was ist es jetzt, das eine oder das andere. Es ist eigentlich wieder zwischen allen Schubladen. Und ich glaube, Duchamp war deshalb auch unter Zugzwang, noch einmal sich um so eine Indifferenz zu bemühen, weil in der Zeit davor ja schon so immer mehr Deutungen des Ready-Mades im Umlauf kamen und er, glaube ich, daran schon sehen konnte, dass die meisten Interpreten entweder diesen Punkt mit der Indifferenz nicht verstanden hatten oder ihn nicht aushalten konnten, sondern diese Indifferenz nicht ertragen konnten und entweder daraus eine große dadaistische, nihilistische Geste machen mussten aus dem Ready-Made oder angefangen haben, es irgendwie dann doch sehr tiefsinnig zu deuten, psychoanalytisch oder wie auch immer, also irgendwas semantischen Mehrwert noch hineinzulegen, der vielleicht eben auch der genau diese Indifferenz wieder stört und dann letztlich ein klassisches Kunstwerk aus den Ready-Mades machen würde. Deshalb also, glaube ich, sein Versuch 64 hier nochmal so eine Indifferenz eigentlich zu erzeugen. Aber die weitere Rezeptionsgeschichte zeigt uns, es ist ihm wieder nicht gelungen, eigentlich diese Indifferenz durchzusetzen als das Ziel, als das Programm und der weitere theoretische Umgang mit den Ready-Mades geht in eine ganz andere Richtung. Arthur Sidento wurde angesprochen. Der Begriff der institutionalistischen Kunsttheorie ist auch schon kurz gefallen. Und das ist tatsächlich vielleicht so die ja auch erstmal auch erfolgreichste, populärste dann Deutung gewesen der Ready-Mades oder der Ort, theoretische Ort, wo sie eine paradigmatische Rolle zu spielen begonnen haben. Ab den 70ern, verstärkt ab den 80er Jahren. Ganz knapp gesagt, institutionalistische Kunsttheorie geht davon aus, dass man jetzt nicht irgendwelche Eigenschaften oder irgendwelche Produktionsweisen identifizieren kann, die ein Artefakt zu einem Kunstwerk werden lassen, sondern dass es einfach der Kontext ist, in dem etwas auftaucht, ob es dann als Kunstwerk wahrgenommen werden kann, ob es als Kunstwerk deklariert wird oder eben nicht. Also die Institution, der Ort, wo etwas präsentiert wird, entscheidet über seinen Status, darüber, ob es Kunst ist oder nicht Kunst ist. Das ist eigentlich so der Grundgedanke der institutionalistischen Kunsttheorie und mit nichts lieber arbeiten Theoretiker diesen Schlags, eben jemand wie Dento, als mit dem Konzept des Ready-Mades. Ob sie es jetzt richtig oder falsch verstehen, ist dann sozusagen sekundär, aber das ist das Lieblingsobjekt, zu sagen, da gibt es was, das ist in der profanen Welt ein Gebrauchsgegenstand, niemand achtet groß drauf, wie eben so ein Pissoir, und dann ist es plötzlich im White Cube, also an einem Ort, der Kunst gewidmet ist, und die Leute gucken eben genauso inbrünstig und intensiv da drauf, wie wenn es irgendwie ein Gemälde von Raphael wäre. Und an dem Gegenstand hat sich nichts geändert, nur der Ort führt dazu, dass die Wahrnehmung letztlich eine ganz andere ist und dass letztlich eben dann auch ein, wenn man so will, anderer ontologischer Status demselben Objekt zugesprochen wird. Das, wie gesagt, ist in den 80er Jahren, dann wird das sehr dominant, diese Deutung. Und da kommt dann, wir merken es schon von der Art und Weise, wie ich drüber spreche, eigentlich, glaube ich, tatsächlich so ein Missverständnis ins Rollen, das dann sehr beherrschend werden sollte, was die Aneignung dieser Idee des Ready-Mades anbelangt. Lars Blunk hat es auch kurz schon angesprochen. Es interessiert jetzt die Theoretiker immer nur das Ready-Made als eigentlich ein Ereignis eines Transfers. Überführung, haben Sie gesagt, oder was auch in den Lexika dann so bevorzugt steht, da haben wir auch schon schöne Zitate heute vorgeführt bekommen. Also immer die Idee, eigentlich ist der Grundgedanke des Ready-Mades etwas Profanes,
wird in einen anderen Ort gebracht, der nicht profan ist, und damit ist es selber auch nicht mehr profan, sondern eben plötzlich ein Kunstwerk. Und das wird dann sehr gerne ab den 80er Jahren auch eigentlich so diese Transfergeschichte so erzählt, auch als so eine Wertschöpfungsgeschichte. Und jetzt kann man so ein bisschen ja schon wieder zurückblicken auf das, was da in den 80er, auch in den 90er Jahren theoretisch passiert ist, und kann wohl doch zu der mal Hypothese gelangen, dass es sicher kein so ein Zufall war, dass gerade in der Zeit man anfängt, das Ready-Made in solche Logiken von Wertschöpfung zu kontextualisieren. Das ist natürlich die Zeit, wo insgesamt ein ökonomischer Diskurs stärker wird und man eigentlich versucht, ganz viele unterschiedliche Phänomene letztlich in Kategorien der Ökonomie zu denken. Und ich denke, das ist tatsächlich hier dem Ready-Made widerfahren, sondern es ist immer letztlich derselbe Plot, den wir aus dem Märchen kennen. Arme Müllers Tochter wird vom Prinzen entdeckt und zur Prinzessin gemacht. Also es findet hier sozusagen ein Statuswechsel, so eine Art von, in dem Fall, gesellschaftlicher Wertschöpfung statt, aus dem armen Mädchen, die Prinzessin oder Königin wird. Und nach der Logik denken eigentlich dann die meisten Theoretiker auch das Ready-Made. Da war erst so dieses arme, vernachlässigte Pissoir, auf das niemand geguckt hat, und jetzt ist es plötzlich auf dem Sockel im Museum und ein strahlendes Kunstwerk. Und ich würde das jetzt gerne anhand eines, denke ich, für den Ready-Made-Diskurs sehr einflussreichen Theoretikers in etwas vorführen, wie sozusagen diese Logik des Transfers gedacht wird, um daraus dann zu schließen, was das eigentlich dann so mit dem Konzept des Ready-Mades gemacht hat. Da würde ich gern eingehen auf Boris Groys und auf sein Buch über das Neue aus dem Jahr 1992. Und einer der Texte, der sehr grundlegend sich Gedanken macht, was ist überhaupt Innovation? Wie entsteht Innovation im Bereich der Kunst, im Speziellen im Bereich der Kultur ganz allgemein? Und die Grundthese dieses Buches von Groys lautet, Innovation der Kunst ist eigentlich immer eine Umwertung der Werte, die man hier beobachten kann. Also wenn eine Neuerung liegt dann vor, wenn etwas, was bis dahin als wertlos oder zumindest nicht sehr wertvoll gegolten hat, auf einmal jetzt doch als wertvoll angesehen wird. Also genau, da sehen Sie wieder so eine Transferlogik. Etwas ist an einem Ort, da hat es keinen Wert, es kommt an einen anderen Ort, da hat es plötzlich viel Wert. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verzerrt, die Darstellung, aber es ist nur Text. Ich wollte Ihnen so ein paar Zitate aus dem Buch bringen und das kurz darlegen. Hier, wo mal so diese zwei Räume von Groys beschrieben, dann so der profane Raum und dieser valorisierte Raum, wo so das Wertvolle ist, wie eben zum Beispiel ein White Cube. Er schreibt, der profane Raum besteht aus allem Wertlosen, Unscheinbaren, Uninteressanten, Außerkulturellen, Irrelevanten und Vergänglichen. Doch gerade der profane Raum dient als Reservoir für potenziell neue kulturelle Werte, da er in Bezug auf die valorisierten Archivalien der Kultur das andere ist. Der Ursprung des Neuen ist deshalb der valorisierende Vergleich zwischen den kulturellen Werten und den Dingen im profanen Raum. Dieser Vergleich wird normalerweise gar nicht gezogen. Sein Ausbleiben konstituiert ja gerade den profanen Raum. Die Mechanismen des Neuen sind somit jene Mechanismen, die das Verhältnis zwischen dem valorisierten, hierarchisch aufgebauten kulturellen Gedächtnis einerseits und dem wertlosen, profanen Raum andererseits regeln. Also es gibt diese zwei Räume und normalerweise sind die strikt voneinander getrennt, aber es gibt die Möglichkeit, dass man eben etwas, was in diesem profanen Raum ist, etwas Alltägliches, etwas sonst der Aufmerksamkeit bis dahin entgangenes, mal herausholt und in diesen valorisierten Raum bringt, schaut, wie macht es sich da
Also was passiert, wenn es plötzlich in einem anderen Raum ist? Ist es dann eigentlich immer noch langweilig und profan oder entwickelt das plötzlich irgendwelche Eigenschaften, Qualitäten, Bedeutungen, die man vorher nicht gesehen hat, auf die man nie gekommen wäre? Und wie verhält es sich dann eben zu dem, was bereits in diesem valorisierten Raum enthalten ist? Das ist also so die Grundfigur. Und dann, wenn man sich so entscheidet, diesen Transfer tatsächlich vorzunehmen, dann, so der Gedanke von Greuß, dann kommt es zu einer Innovation, nämlich zu einer Umwertung der Werte. Etwas, was bis dahin keinen Wert hatte, hat auf einmal einen Wert, vielleicht sogar einen hohen Wert. Und insofern ist hier etwas Neues passiert. Nächstes Zitat. Dieses Ereignis der Valorisierung, schreibt Greuß, hat jedoch keinerlei Einfluss auf die grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem valorisierten kulturellen Gedächtnis als solchem und dem profanen Raum als solchem. Anders ausgedrückt, die Tatsache dieses gelungenen Vergleichs über die Wertgrenze hinweg hebt diese Grenze selbst nicht auf. Also wichtiger Gedanke, nur weil man jetzt etwas vom einen Raum in den anderen verlegt, heißt es nicht, dass irgendwann die Räume ununterscheidbar werden. Es ist auch nicht so, dass wenn jetzt einmal das Pissoir transferiert wurde von dem einen Raum in den anderen, deshalb jetzt alle Pissoirs auf einmal wertvoll sind oder mit ästhetischer Demut betrachtet werden oder so etwas. Also die Grenze bleibt intakt, auch wenn solche Transfers stattfinden. Umwertungen gibt es ja natürlich genauso, logischerweise in der anderen Richtung. Etwas, was halt als wertvoll gilt, wird irgendwie ausgesondert, wird nicht weiter in diesem valorisierten Raum aufbewahrt, sondern da auf die andere Seite wieder entlassen. Kann sogar sagen, je strikter die Grenze eingehalten wird, umso besser, umso effektvoller sind solche Transfers möglich. Also je strenger die Regeln nach denen zum Beispiel ein White Cube funktioniert, umso aufregender ist es dann, wenn man doch etwas in ihn hineinnimmt, was bis dahin dort keine Chance gehabt hätte. Und jetzt sagt Greuß ausdrücklich in seinem Buch, dass die Grundidee für sein Modell von Duchamp stammt und letztlich eben die Idee des Ready-Made sei. Er sagt, alles bisher Gesagte, also noch etliches mehr als diese zwei Zitate, die Sie bisher hatten, soll vor allem verdeutlichen, dass die Strategie der Innovation, wie sie von Duchamp praktiziert wurde, universell ist und jedem innovativen Gestus zugrunde liegt. Also hier eine sehr steile These zu sagen, Innovation ist immer eigentlich so ein Transfer und das hat uns Duchamp exemplarisch gezeigt mit den Ready-Mades. Es geht ja überhaupt nicht mehr um diese Indifferenzfrage, die Duchamp beschäftigt hat, sondern es geht wirklich um eine Frage, es wären die Ready-Mades dazu da gewesen, von Anfang an drüber nachzudenken, wie entsteht eigentlich Wert, was bedeutet Wertschöpfung und wie kann man eben etwas Wertloses wertvoll machen. Das ist also der Grundgedanke dieser Theorie. Und das universelle Prinzip für Greuß besteht eben darin zu sagen, ja, in jeder Kultur gibt es natürlich immer Wertehierarchien. Es kann nicht sein, dass den Menschen alles gleichgültig ist. Eine Sache zählt mehr, die andere weniger und allein damit ist so ein Gefälle da und allein damit kann es auch eine Umwertung geben, also allein damit kann es auch eine Innovation geben und das hätte Duchamp eben nur deutlicher zum Ausdruck gebracht als viele andere. Zum Beispiel eine Sache, die Greuß hier erwähnt, wären die von Claude Monet, die Bilder von dem Gare de Saint-Lazare, also die Bahnhofsbilder Paris, wo er sagt, ja, auch so ein Thema wie Bahnhof war natürlich immer ein profanes Thema in den ersten Jahrzehnten, seit es Bahnhöfe gab. Und dann kam eben irgendwann ein Künstler wie Monet und hat dieses Sujet in seine Art und Weise Bilder zu machen, also Kunst zu machen,
übertragen und damit hat so eine Aufwertung stattgefunden. Von dem Moment an hätte man auch die Bahnhöfe integriert so in die hochkulturelle Wahrnehmung. Und so würde er tatsächlich sagen, alle Formen von Innovation sind solche Umwertungen oder auch andersrum gesagt, alle Umwertungen schaffen auch eine Innovation. Soweit geht die These hier. Aber er nimmt, wie gesagt, die Readymades von Duchamp als den Aufhänger, als den Motor eigentlich des ganzen Gedankengangs in seinem Buch. Und er nimmt das deshalb als Aufhänger, weil er begründet es damit, dass er sagt, diese Readymades haben eigentlich noch einen spezifischen Vorteil gegenüber allen anderen Formen von Innovation oder von Umwertung, die man beobachten kann, weil hier sollen die Mechanismen des Neuen klarer als irgendwo sonst zum Ausdruck kommen. Also für ihn eben natürlich dieses Transferereignis. Und da möchte ich Ihnen ein letztes Zitat bringen, wo das diese Sonderstellung des Readymades zum Ausdruck kommt. Greuß schreibt, der Vorzug des Readymade besteht darin, dass es die beiden Wertebenen, also das Profane und das Valorisierte, in jeder einzelnen Arbeit anschaulich demonstriert. Wird ein bestimmtes Objekt im profanen Raum entnommen und eindeutig als solches erkannt, daraufhin aber in den Kontext der valorisierten Kunst gestellt, dann wird damit jede Illusion einer organischen Synthese aus Valorisiertem und Profanem ausgeschlossen. Desgleichen wird auch jeder Hinweis auf irgendein anderes, drittes Prinzip ausgeschlossen, das beides umfassen und sich unmittelbar in der Arbeit manifestieren könnte. Beide Auffassungsebenen des Readymade werden vom Valorisierten und Profanen gleichermaßen suggeriert, doch sie verschmelzen keineswegs, werden nicht aufgehoben und bilden keine Einheit. Ihre Unvereinbarkeit bestimmt auch weiterhin die Rezeption der Arbeit. Was meint er hier? Er meint im Grunde, dass ein Readymade eben auch im valorisierten Raum, also im White Cube, eigentlich so einen Fremdkörpercharakter behält. Also während der Bahnhof den Monet malt, der ist voll integriert in die ganze Ästhetik, Stilistik des Impressionismus und ist eigentlich kein Fremdkörper mehr innerhalb dann jetzt der hohen Kunst. Aber so ein Readymade von Duchamp ist eigentlich immer noch insofern ein Fremdkörper, als man, wenn man das sieht, immer noch weiß, wo das eigentlich herkommt und wo es auch eigentlich hingehört. Und es geht nicht jetzt im White Cube oder im valorisierten Raum fugenlos auf. Hat auch was damit zu tun, dass die Readymades natürlich isolierte Gegenstände sind, nicht jetzt in einem Kontext stehen, der das vielleicht abmildern würde, auch ihren spezifischen Charakter. Also, sie haben diesen Fremdkörpercharakter, deshalb auch, sie sind in dem Sinn tatsächlich beides. Und an der Stelle kommt jetzt interessanterweise wieder das alte Konzept von Duchamp zum Tragen, nämlich dieser Wunsch, etwas Indifferentes zu schaffen. Das sind tatsächlich die Readymades im White Cube. Wenn wir dieser Rekonstruktion von Greuß folgen, sind sie genau das. Insofern man sie ihre Herkunft nicht wirklich verleugnen können, trotzdem sind sie angekommen im valorisierten Raum und sind auf etwas, was man sich sehr ernsthaft anschaut. Und aber sie haben eben diesen ambivalenten Charakter. Es bleibt immer so eine Unruhe, ein Rätseln. Ist das jetzt zu Recht da oder nicht? Oder gehört es nicht doch dahin? Oder ist es vielleicht umso mehr eigentlich berechtigt, im White Cube zu sein, weil man nicht gleich versteht, was es bedeutet? Hat es aber vielleicht noch eine Bedeutung, die sich eben nicht gleich erschließt? Also es entsteht ein dauerndes Schwanken, Unsichersein, womit man es da eigentlich zu tun hat. Und das hat zwei Konsequenzen. Die eine, würde ich sagen, sieht man sehr schön an einem Text wie dem Buch von Boris Kreuz. Das führt dazu, dass Readymade zu
Stimulanzien der Theoriebildung werden. Also man muss sagen, mit dieser Ambivalenz, mit dieser Indifferenz irgendwie umgehen. Und sagen, das Lustige ist ja gerade, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen, jemand wie Greuß versucht diese Indifferenz erstmal eigentlich auszuschließen, hat so ein Modell von Transfer und letztlich aber der Motor seines ganzen seiner Theoriebildung ist genau wieder diese Indifferenz eigentlich, die Duchamp an den Anfang gestellt hatte. Und wir wissen alle, kaum ein anderes Konzept der Kunst der letzten 100 Jahre hat so viele Theoretiker auf den Plan gerufen wie das Ready-Made. Das kann man sagen, auch deuten, sagen, als Konsequenz sagen, dieser Unruhe, die da entstanden ist. Und sagen, dann die zweite Auswirkung dieser Unruhe, die haben wir dann aber, würde ich sagen, auf dem Kunstmarkt. Und deshalb auch sagen, mein Titel, wenn ich sage, sagen, das Ready-Made sagen, als Objekt spekulativer Fantasien. Ich meine das spekulativ natürlich auch im Sinn, man kann jetzt Theorien dazu machen, aber auch so das Spekulative, wie man es vor allem vom Markt her kennt. Und da würde ich sagen, der enorme Markterfolg, nicht nur der Ready-Made, sondern eben auch vieler künstlerischer Konzepte und Werke im Gefolge des Ready-Mades, verdankt sich eigentlich genau dieser merkwürdigen Ambivalenz, dieser Unsicherheit, die damit einhergeht, was es denn jetzt eigentlich ist. Ist es nicht doch was ganz Wertloses? Ist es was besonders Wertvolles, weil man es eben nicht so richtig einschätzen kann? Also Sie haben, könnte man auch sagen, immer den Charakter einer Verheißung, die Ready-Mades, weil man sowas noch Unerfülltes, steht da so ein Ready-Made im White Cube und könnte alles bedeuten, könnte aber auch nichts bedeuten. Könnte also einen ganz hohen Wert haben oder auch gar keinen Wert haben. Und ich glaube, das ist genau das, was die Fantasien vieler Kunstkäufer, vieler Kunstsammler so anheizt, diese Ambivalenz. Einerseits, wenn man sein Geld als Sammler in so ein Stück investiert, dann kann man damit bezeugen, dass man tatsächlich an die Kunst glaubt oder an die Kraft der Kunst glaubt. Dass man sagt, ja, indem ich jetzt hier Geld hinlege, lege ich ein Bekenntnis ab, dass ich daran glaube, dass das Ding nicht wirklich wertlos ist, sondern dass es einen Wert hat, dass es es verdient hat, jetzt einen so hohen Preis zu bekommen. Und wenn jetzt ein entsprechend Sammler mit Autorität, mit entsprechender Geste so etwas macht, dann wird daraus ja wirklich werden auch andere anfangen, jetzt an den Wert der Sache zu glauben. Und so kommt es dann natürlich auch sehr schnell zu entsprechend steigenden Preisen. Zugleich aber wird auch, denke ich, der überzeugteste und fanatischste Sammler, der jetzt viel Geld für so ein Stück ausgibt, was diese Unsicherheit an sich hat, wird er sich zumindest gelegentlich doch auch die Frage stellen müssen, ob das nicht so eine Fehlinvestition war, ob das nicht vielleicht doch nur eine Fiktion war, dass dieses Ding einen Wert hat, ob es nicht in dem Moment, wo es wieder rauskommt aus diesem White Cube, in sich zusammenfällt und genauso profan und nichtssagend ist wie davor auch. Also vielleicht ist es auch ein hoch irrationaler Akt, etwas zu kaufen, das so eine Unsicherheit an sich hat wie ein Ready-Made. Aber genau diese Unsicherheit, genau dieses Moment des Irrationalen ist es, was viele Leute, die Kunst kaufen, die Kunst sammeln, auch wieder reizt. Etwas zu tun, was nicht vernünftig ist. Sich damit gerade auch als frei zu erweisen, dass man jetzt nicht einer simplen Logik nur folgt, wo es um Effizienz und um Sicherheit geht, sondern wo man auch mal was Unvernünftiges tut, wo man etwas tut, womit man anderen gegenüber vielleicht auch als cooler dastehen kann. Und so haben wir diese wechselhaften Motive auch, warum sich Menschen genau auch für diese Ready-Mades als Objekte des Marktes interessieren. Und wenn wir das so ein bisschen nochmal den Blick jetzt hier öffnen, dann werden wir feststellen, dass fast alle Künstler, die heute auf dem Kunstmarkt global die allergrößten Erfolge feiern, wo Preise im Raum sind, die 7-, 8-stellig sind,
dass die, deren Werk ja eigentlich immer auch so eine Struktur hat, die der eigentlich dieses Ready-Mades entspricht. Es gibt immer so ein Element, wo man dann doch zweifeln kann, ist es nicht alles nur Trash? Denken Sie dran, Chef Kuhns, die Skulpturen, irgendwelche Kinderspielsachen, groß aufgeblasen, was total Profanes, Banales, auf einmal aber jetzt diese Profanität so mit den Wahlen des White Cube versehen. Oder denken Sie an die Objekte von Damien Hirst, schnell vergänglich, verfallend, also wo man auch sagen kann, wie diese in Formaldehyd eingelegten Teile, wo man jetzt auch sagen, naja, dafür so viel Geld auszugeben, ist auch was Irrationales. Zugleich natürlich reizt es auch, an sowas gerade zu zeigen, dass man irgendwie so an den Wert der Kunst glaubt. Oder denken Sie an die Manga-Objekte eines Murakami oder denken Sie an die Skulpturen eines Anselm Reile oder was immer. Also Sie haben eigentlich bei all diesen gehypten Werken so eine Ambivalenz, so eine Indifferenz, haben diese zwei gegenläufigen Motive, die paradigmatisch eben im Readymade von Marcel Duchamp angelegt sind. Und insofern könnte man sagen, Marcel Duchamp wollte zwar etwas schaffen, was zwischen allen Schubladen bleibt und gerade zwischen dem Werthaften und dem Wertlosen irgendwo dazwischen steht. Aber genau dieses Konzept der Indifferenz war letztlich markttechnisch gesehen das mit Abstand erfolgreichste des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart hinein. Insofern haben wir es hier wirklich mit einer sehr bizarren Form vielleicht auch von Missverständnis oder von Wirkungsgeschichte zu tun, die vermutlich der Urheber des Ganzen dann ausnahmsweise doch mal nicht schon selbst im Blick gehabt hat. Danke. Vielen Dank. Ja, wir haben jede Menge Stoff, auch jetzt noch durch diese Ergänzung, durch die ökonomische Perspektive. Gibt es direkt dazu Fragen, Kommentare? Ja. Ich habe eine Frage, diese Rolle der Indifferenz als Wertsteigerungsmotiv, ist das etwas, was grundsätzlich, was Sie meinen, was grundsätzlich gilt, oder gibt es eigentlich in einem neoliberalen System? Ja, in einem neoliberalen System und natürlich auch nur in einem bestimmten Bereich. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt so ein Erfolgversprechen wäre für den Alltagskonsum oder so, sondern ich glaube schon, dass es was mit diesem spezifischen Kunstmarkt und auch da mit einem Segment zu tun hat. Was historisch endlich ist, und wenn Sie sagen neoliberal, würde ich auch zustimmen. Ich glaube schon, dass hier so eine übersteigert kapitalistische und eine übersteigert antikapitalistische Ökonomie zusammentreffen. Das ist da eigentlich angelegt, würde ich sagen, im Ready-Made. Also das Kapitalistische natürlich, indem man so tut, viel Geld heißt viel Wert, also so eine Äquivalenzbehauptung, das Kunstwerk ist umso wertvoller, je teurer es ist, das wird durch den Kauf beglaubigt werden oder überhaupt erst dieser Wert quasi auch geschaffen werden durch den Kauf. Andererseits aber eben immer das Gefühl, das ist auch was Irrationales, es ist auch so ein Potlatsch, also es ist zugleich eine Ökonomie der Verschwendung, dass man Geld für was ausgibt, wo man genau weiß, dass jetzt ganz viele andere sagen, was für ein Irrsinn, das hat doch gar keinen Wert, das ist doch nur ein Pissoir, das ist doch nichts Echtes. Und dass das hier so zusammenkommt, da wüsste ich jetzt keinen anderen Markt, wo diese zwei Ökonomien so spektakulär aufeinandertreffen. Sie sind eben, finde ich, das ist Ausdruck dieser Indifferenz, die eigentlich bei Duchamp zugrunde gelegt ist, noch mit einer ganz anderen, völlig marktfernen Konzeption. Also das spielt bei ihm ja wirklich noch keine Rolle, also in den 10er Jahren schon gar nicht. Ich glaube auch in den 60er Jahren noch nicht. Da geht es ihm eher darum, dass er die Sachen jetzt ausstellt. Da geht es eher darum, jetzt das in der zweiten Stufe jetzt das Konzept neu zu denken unter den Bedingungen des Ausstellens, anders als in den 10er Jahren. Und man müsste es jetzt eigentlich nochmal neu denken unter den Bedingungen eben dieses globalisierten Kunstmarkts. Ja, genau. Das ist ja verstärkt. Ja,
Genau, genau. Also es wäre natürlich sehr reizvoll, mal das Gedankenspiel zu machen, wie würde Duchamp heute reagieren auf jetzt die ganzen Theoretiker, sagen wir im Gefolge von Greuss, die das so als Ökonomietheorie aufbauen, und wird es ihm nochmal gelingen, so eine neue Form von Indifferenz herzustellen, die zugleich halt die Mechanismen des Marktes dann auch wieder außer Kraft setzt. Das wäre so die Herausforderung, der man Sorgen sich stellen müsste. Ich habe mich bei einem Punkt gefragt, ja, ob das tatsächlich so funktioniert, wie hier auch beschrieben. Ja. Und wie du auch gesagt, ja, hast, also das Objekt kommt dann wieder raus aus der Beine, ja, und der Wert verfällt. Ja. Ich habe ja die These, dass das nicht unbedingt heute der Fall ist, weil diese spekulative Fantasie bleibt daran gehalten. Ja. Auch wenn es aus der Beine rausgeht, das ist sowieso so ein unsichtbares Brand, das sozusagen immer unterscheidbar macht, selbst wenn es sozusagen in einer identen Reihe mit anderen ja, dass es genau diesen Prozess durchgemacht hat, schon einen anderen Status wieder haben, also in der Logik. Ja, vermutlich schon, das stimmt. Ja, ja. Was schade ist, so Greuss reflektiert in seinem ganzen Buch so nie diese andere Form der Umwertung. Interessiert immer nur, wie kommt da was rein in den Raum, aber nicht, was passiert mit den Dingen, die da wieder rauskommen. Eben behalten sie sagen, das als Stigma oder nicht, oder... Also kann was so wieder sagen, rausgehen, wie es reingegangen ist, oder geht es gar nicht vielleicht? Das müsste man, wäre auch nochmal eine spannende Frage. Weiß ich gar nicht. Sie haben es im Blick, die Reihenfolge, oder? Ja, ich glaube, Lars hat das nicht genannt. Ich bin ganz dankbar, dass ich dran bin, weil ich den Gedanken auch hatte, und ich würde sogar noch weiterführen, ja, und sagen, es braucht den White Cube gar nicht mehr. Also nicht der White Cube, ja, und dann der Sammler, sondern im Grunde setzt der Sammler schon an, ja, und valorisiert das. Genau. Und von dem Moment, in dem das Zertifikat ausgesprochen ist, ist das unaufhebbar. Ja, oder so könnte man heute sagen, was vielleicht noch zu Duchamps Zeiten der White Cube war, als die markierende Instanz, ist heute der Preis auf der Auktion. Genau. Und den verliert das Werk auch nie wieder. Das kann man auch in 500 Jahren noch nachlesen, dass es mal so und so viele Millionen gekostet hat irgendwann. Egal, ob es dann noch teurer ist oder gar nichts mehr wert ist. Aber das wird es für alle Zeiten sorgen, als objektive Eigenschaft an sich haben, diesen Preis. Ja. Wunderbar. Ja, und da ist die Provenienz, ja, also genau, die Angabe der genau, Provenienz ist genau, dann das Wert, ja, erhaltende, ja, Moment, ja, das genau, ja, ja. Also finde ich auch interessant, wir haben ja jetzt auch so ein immer wichtiger Wender von Provenienzforschung, das findet zwar oft jetzt aus Anlass erstmal statt, weil man wissen will, was ist in den 30er Jahren passiert, aber ich glaube, darüber hinaus spielt das eine große Rolle, auch gerade bei diesen Kanonisierungs-, Valorisierungsprozessen, sondern auch möglichst viel dann doch wieder objektive Eigenschaften an Werke dran zu heften, die ihnen einen bestimmten Wert geben. Also ich würde es noch eine Wort mit, okay. Sondern dass es gerade notwendig hat, performativ immer wieder neu erhoben zu werden. Wenn ich jetzt diese Kloschüssel habe und der stellst danach an, wenn man sich nicht signiert, wieder in den Baumarkt, dann ist damit überhaupt nichts. Dann brauche ich was jemanden, der hinterher und sagt, jetzt ist aber die Kloschüssel schon vorhin noch im White Cube. Und deshalb ist es ja auch was, was dann, so gesagt wird, Trump, der lässt dann irgendjemand anderen halt diese Objekte aussuchen. Das Objekt ist völlig irrelevant, es kommt ausschließlich darauf an, dass es jemand performativ bestimmt. Also die konsequente kulturelle Weiterspinnung, die solche Klappen macht, ist das, was das Redware wirklich ausmacht. Das hebt sich sofort auf, wenn eben nicht mehr darüber gesprochen wird, sondern neu durchsticht, ist es dann wieder da und schafft sich dann weg. Darüber hinaus weg, so wie wir jetzt vielleicht wahrscheinlich auch Teil des ganzen Kunstwerks. Klar, richtig, ja, ja. Also so hat Duchamp selber natürlich auch gesehen über diesen kleinen Vortrag von ihm aus den 60er Jahren, wo er klar macht, dass die Hälfte des Kunstwerks sondern der Rezipient macht mindestens und nicht der Künstler. Also in dem Sinn, das wäre so in der Logik, die Sie gerade ansprechen. Ja. Also definitiv jetzt die letzte Wortmeldung, ja, und dann würde ich dann gerne elegant überleiten zur Diskussion. Ja. Wobei ich auch da vorschlagen würde, dass wir das ja dann auch unter Einbeziehung eben des Publikums fortsetzen. Ja, klar. Ja. Also es ist gut, dass Sie die Haltungen erstmal aufdecken, auch die ökonomischen Haltungen darstellen, was ja eher auch insgesamt schon Luxus ist, so bis zum Wirken über das Thema zu reden oder über das Ready-Made. Und es ist auch andere.
Okay. Lassen wir erstmal genauso stehen. Genau.